Hallo zusammen, willkommen zum heutigen Video. Heute schauen wir uns ein Denelle Nanotank in der 55D-Variante an. Nanotank, dem einen oder anderen dürfte dieses Aquarium eher als Nanoscapers Tank bzw. Scapers Tank bekannt sein. Mir eigentlich auch eher. Anscheinend werden die Becken seit diesem Jahr in Nanotanks umbenannt. Die 2022er Variante hat, meine ich, noch auf dem Karton Scapers Tank draufstehen bzw. Nanoscapers Tank. Hier handelt sich das Ganze um die Weißglas-Variante. Wer das Video von meinem Denelle NanoCube 30 kennt, da hatte ich ja auch schon einen Weißglas-Cube vorgestellt aus der 2022er Variante. Und da war hier vorne auf der Frontscheibe ein riesengroßer Aufkleber drauf, der dieses Weißglas-Aquarium dementsprechend halt beworben hat. Das wird mittlerweile nur noch mit einem kleinen Aufdruck geregelt. Ja, das zeigt auch, es gibt das Aquarium einmal als Flotglas-Version. Die sind dann im Schnitt meistens 10 bis 20 Euro günstiger. Und hier, wie gesagt, die Weißglas-Variante. Es gibt drei Größen. Einmal ein 35-Liter-Becken, ein 55-Liter-Becken und ein 70-Liter-Becken. Die Abmessungen blende ich euch unten ein. Hier haben wir die Variante 55 Liter mit den Abmessungen 45 cm mal 36 cm, also richtig schöne Tiefe. Und 34 cm hoch. Da freue ich mich schon richtig auf Scapen. Deswegen habe ich mir das Becken auch gekauft, weil ich einfach sagen muss, ich finde die echt genial von den Abmessungen. Gerade bei dem 55 Liter Becken ist es halt perfekt, dadurch, dass es 45 cm lang ist, passen auch die gängigen Lampen drüber. Und das ist natürlich super praktisch. Das Besondere an den Nanotanks und auch den Nanocubes von Denelle sind diese abgerundeten Frontscheiben. Seht ihr einmal hier. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie es euch gefällt, denn tatsächlich gefällt es nicht jedem. Ich sehe es immer mal wieder, dass sich der eine oder andere so ein Becken kauft und es dann tatsächlich auf die normal verklebte hintere Scheibe stellt. Meiner Meinung nach gibt es da am Markt einfach genügend Alternativen mittlerweile, die man dann da nehmen kann, die ähnliche Abmessungen haben, ehe man jetzt hier so einen schönen Nanocube oder Nanotank nimmt und den dann halt auf die Rückseite dreht. Bevor ich das Aquarium jetzt auspacke, schauen wir uns nochmal die Verpackung an. Hier unten in der Ecke steht jetzt nur 55L, also 55 Liter. Hier der Name Nanotank. Hier oben wird es dann schon spannender. Hier sieht man einmal die Abmessung. Wie gesagt, ich finde es auf jeden Fall sehr spannend. Und auch hier wird nochmal auf die Panoramascheiben hingewiesen. Ansonsten wiederholt sich hier alles und das war es auch schon. Dementsprechend würde ich sagen, packen wir das Ganze mal aus und schauen mal, was alles dabei ist. Einmal sind die typischen Abdeckscheibenhalter mit dabei. Seit neuestem ist hier so eine Einsteigerbroschüre mit dabei. Dann die typische Anleitung. Hier habt ihr einmal nochmal die Abdeckscheibe für die, die sie benötigen. Und dann habt ihr hier den Nanotank und eine Unterlage, die natürlich ja, direkt wieder mit verklebt ist. Aber das hatten wir ja schon bei dem NanoCube gesehen. Wenn man einmal kräftig dran zieht, ist er auch ab. Ja, die, die mein Video zu dem Denelle NanoCube gesehen haben, werden jetzt beim Unboxing gemerkt haben, da ist ja gar keine Rückwandfolie dabei. Und Tatsache, es ist wirklich keine Rückwandfolie dabei. Ich finde es natürlich gar nicht so verkehrt, denn man muss einfach bedenken, das Becken richtet sich eher so an die Aquascaper von den Abmessungen her. Und die werden natürlich keine schwarze Rückwandfolie verwenden. Denelle hat aber im Programm auch eine Milchglasfolie. Und ich finde, es wäre nicht verkehrt gewesen, die beizulegen bei dem Preis. Natürlich sind wir Aquascaper da recht speziell und nutzen ganz gerne eigene Sachen. Ich sag mal, so eine Milchglasfolie kostet ja auch nicht die Welt. Und so jemand wie ich zum Beispiel nutzt ja auch gerne mal so Designfolien. Dementsprechend lässt sich es verschmerzen, dass die Folie nicht dabei ist. Bevor wir uns jetzt hier mal die Glasqualität und die Verklebung anschauen, ist mir hier noch was aufgefallen. Im ersten Moment dachte ich, ah klasse, der Aufkleber ist jetzt transparent. Dann fiel mir aber auf, hier steht der NanoCube.
Ich habe aber einen Nano-Tank gekauft. Ja, das ist eine Sache, die finde ich jetzt irgendwie ja, eher unpassend, weil, naja, aber ich denke mal, die meisten von euch, schreibt es mir gerne in die Kommentare, lasst den Aufkleber dran, zieht ihn ab. Ich denke, in dem Fall werde ich ihn wohl abziehen. Was ich natürlich auch cool finden würde, wenn sie es so machen wie manche andere Hersteller, wenn sie es zum Beispiel hier entweder eingravieren, so wie hier zum Beispiel Oase, oder wenn es halt so ein freistehender Aufkleber wäre, ich sag mal, wo dann hier Nano Tank wäre ganz cool und das Dennerle halt einfach freistehend sind, ohne diese blöde Folie, weil ich mag sowas einfach nicht. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die Glasqualität an und die Verklebung. Ja, das Wichtigste zuerst, alle drei Varianten des Nano Tanks sind aus 5 mm Weißglas oder halt Flotglas, wenn ihr die Flotglas-Variante gekauft habt. Die Weißglasqualität an sich ist auch wie bei dem NanoCube, würde ich sagen, völlig in Ordnung, gefällt mir gut. Hier auch die Panoramascheiben, das in Weißglas, finde ich schon eine richtig schöne Sache. Schauen wir uns mal die Verklebung hier drin an. Ist sichtbar. Aber ich würde sagen, jetzt nicht so schlimm wie beim NanoCube. Denn tatsächlich beim NanoCube musste ich wirklich bemängeln, dass mir das nicht so gut gefallen hat. Auch wenn wir hier die einzig wirklich sichtbaren Kanten, da muss man hier oben mal gucken. Wenn ihr euch an mein Video vom NanoCube, werde ich euch auch oben in die Infobox setzen, dann könnt ihr euch das gerne nochmal angucken, wer es noch nicht gesehen hat. Da waren ja hier so wirklich so Kleberänder. Das ist hier jetzt gar nicht mehr der Fall. Und auch hier sogar noch sauberer verarbeitet, wie auf der anderen Seite. Ich bin überrascht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass es so bleibt. Perfekt ist es natürlich nicht, muss man einfach sagen. Und auch hier, wenn man hier mal so die Kante lang geht, das sieht aus, als wenn das Glas nicht richtig geschliffen wäre, beziehungsweise die Silikonnaht nicht so richtig sauber verarbeitet ist. Ihr seht hier so komisches Grischel. Sieht ganz seltsam aus. Ich hoffe, das bleibt dauerhaft dicht. Und auch hier unten ist mir halt aufgefallen, es ist nicht so dick verklebt, wie mein NanoCube war. Ich drehe den Tank jetzt hier gleich nochmal um. Und dann schauen wir uns den mal von der anderen Seite an. Und hier seht ihr jetzt die Rückseite. Und ich muss wirklich sagen, ich bin überrascht. Denn auch da, es ist um einiges sauberer gearbeitet, wie ich es bisher von meinen NanoCubes gewohnt war. Ihr seht jetzt hier, da beginnt die Silikonnaht. Also die seht ihr auf jeden Fall. Und die wird dann nach unten hin gesehen. Ich sag mal, um einen Millimeter breiter. Und wie gesagt, das ist die Rückseite. Das werdet ihr im besten Fall eh nie wiedersehen. Und auf der Seite ist es tatsächlich genauso. Klar, jetzt sieht man hier so ein bisschen, da wird ein bisschen rumgeschmiert. Aber das kann man ja sauber wegmachen. Beziehungsweise wenn man eine Rückwandfolie dran hat, wird man es wahrscheinlich eh nie wiedersehen. Aber auch da ist es um einiges sauberer gearbeitet wie bei meinem NanoCube. Denn da waren ja hier richtig so eine Silikonlappen. Auch hier, wenn ihr seht, es wird nach unten hin so grob einen Millimeter dicker. Ist ja auch gar nicht mal so verkehrt, denn das bringt natürlich zusätzlichen Halt. Und ihr müsst es so sehen, die hintere Scheibe und die Bodenscheibe sind die einzigen, die mit diesem Gesamtkonstrukt hier durch diese Panoramascheiben verbunden sind. Und das ist schon nicht verkehrt, wenn es ein bisschen dicker verklebt ist. Muss man ja auch einfach mal so sehen. Und hier unten ist es dann so verklebt. Ich muss sagen, die Weißglasqualität gefällt mir. Klar kann sie jetzt nicht mit den großen Marken mithalten, aber es ist auf jeden Fall völlig in Ordnung. Also mir gefällt es wirklich gut. Auch hier die Sicherheitsunterlage. Dafür, dass sie dabei ist, finde ich es gar nicht mal so verkehrt. Und ich finde es halt auch ganz spannend, dass auch die hier wieder mit verklebt ist. Aber wie gesagt, einmal kräftig dran gezogen, dann ist er ab. Falls ihr halt eine andere Sicherheitsunterlage nutzen wollt, funktioniert auf jeden Fall.
Das Wichtigste zuletzt, ich würde jetzt nochmal die Abdeckscheibe mal anbringen und die Abdeckscheibe draufsetzen. Eine Sache würde ich aber gerne noch schnell erwähnen, denn das kann ich von meinem NanoCube auch noch nicht. Hier ist ja diese Einsteigerbroschüre dabei, die habe ich eben schon mal so ein bisschen durchgeblättert und muss sagen, also wirklich sehr informativ, schön gemacht. Wenn ihr so ein Becken habt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Gerade für Anfänger finde ich das wirklich eine richtig schöne Sache, dass das jetzt dabei ist. Abdeckscheibenhalse. Leider die neue Version. Ich fand die alten früher besser. Wer die noch kennt, früher war es so eine Version, wo er hier offen war. Die haben mir besser gefallen und meiner Meinung nach haben die auch besser ausgesehen. So. Für die Rückseite habt ihr jetzt einmal die hier, wo ihr dann die kleinen so abknicken könnt. Das waren halt früher auch so einzelne Elemente und ihr müsst euch vorstellen, früher waren dann an jedem dieser Einzelelemente, wenn ihr jetzt so waren, die nur halt ein bisschen größer und da waren hier diese Schlauchöffnungen jedes Mal an diesen Einzelelementen befestigt. Fand ich damals eigentlich ganz praktisch, wie schon in dem NanoCube-Video erwähnt. Boah, ich glaube, ich müsste in meiner gesamten Zeit locker 20 NanoCubes gehabt haben in 10, 20, 30 Liter Größe. Also alles dabei, was es so gab. Dementsprechend, denke ich, spricht das auch für die Becken. Die mögen zwar nicht die besten sein von der Qualität her, sage ich mal, von der Verarbeitung. Die Abmessungen gefallen mir aber noch immer. Und gerade so ein Nano-Tank bzw. Scapers-Tank hatte ich noch nie. Und bin wirklich beeindruckt. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Da freue ich mich wirklich drauf, den einzurichten. Eine Sache kommt jetzt aber, die stört mich leider immer noch. Hier haben wir jetzt die Abdeckscheibe und wenn ihr mal guckt, die Abdeckscheibe ist wieder aus Flotglas. Ich hatte damals ja bei Daniela angerufen und gefragt gehabt, ob das so richtig ist oder ob mir die falsche Scheibe geliefert wurde. Leider ist es so, sie liefern wirklich auch bei den Weißglasbecken eine Flotglasscheibe mit. Finde ich nicht cool. Damals am Telefon hat sie mir gesagt, dass sich schon einige beschwert haben und dass sie wohl dran arbeiten. Ob sie es umsetzen, wie ihr seht, ein Jahr später, es wurde leider nicht umgesetzt, wie auch bei meinem NanoCube, ist wieder eine Flotglasscheibe dabei. Gefällt mir nicht, denn beim Weißglasbecken, meiner Meinung nach, erwartet man dann auch eine Weißglasscheibe. Was ich aber noch immer gut finde, bei den Cubes, wie auch bei dem Tank, dass man hier einfach dieses Loch hat, womit man die Abdeckscheibe wirklich komfortabel rausheben kann. Das ist eine Sache, die wünsche ich mir bei manchen anderen Becken. Mag nicht jedem gefallen, denn das ist ja auch immer so eine optische Sache, aber meiner Meinung nach bringt es viele Vorteile mit sich. Wie gesagt, ihr könnt diese Scheibe hier sicher rausheben, ohne die jetzt da irgendwie rausfrickeln zu müssen. Und wenn ihr Fische oder Garnelen im Becken haltet, könnt ihr das natürlich auch als Futteröffnung nutzen. Ja, dann kommen wir auch schon zu meinem Fazit. Ich bin überrascht, denn im Vergleich zu meinem NanoCube aus dem letzten Jahr ist der NanoTank um einiges besser verarbeitet. Natürlich sind solche Sachen wie ein Nano-Cube-Aufkleber und eine Flotglas-Abdeckscheibe bei einem Weißglasbecken nicht unbedingt überzeugend. Und auch die Abdeckscheibenhalter sind jetzt nicht ganz so mein Geschmack. Aber es gehört dazu. Und bei anderen Herstellern müsst ihr es halt separat dazu kaufen. Und dementsprechend muss ich sagen, das Komplettpaket mit Sicherheitsunterlage, Abdeckscheibe, Abdeckscheibenhalter und natürlich das Weißglas-Aquarium passt für mich für den Preis auf jeden Fall gerechtfertigt. Und auch die Einsteigerbroschüre, finde ich, ist wirklich schön gestaltet und sehr informativ, kann ich wirklich empfehlen. Nun seid ihr gefragt, wie gefällt euch der NanoTank? Habt ihr vielleicht sogar selber einen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, auf welche Größe ihr habt. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao!